Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, liebe Freunde. Heute am Start natürlich mit dem Konzept 1b. Wer heute Morgen das Video schon gesehen habt, hier das versprochene Nachmittagsvideo am Stissel. Wir werden uns das Ding mal unter den beiden Betrachtungsweisen angucken. Einmal die Heavy-Spielweise und einmal oder zum zweiten Mal dann die Medium-Spielweise. Ich habe das Ding jetzt erstmal folgendermaßen ausgerüstet. Habe meine T110 D5 Crew reingepackt, habe hier allgemein meinen Turbolader drin, habe den verbesserten Drehmechanismus drin und den Ansetzer habe ich dabei, einfach um so ein bisschen so gut wie möglich Schaden rauszuhauen, Schnelligkeit, Turmdrehgeschwindigkeit, alles dabei. Das heißt, in der ersten Runde werden wir ziemlich stark aufs Medium-Fahren eingehen und in der zweiten Runde werden wir das Ding als Heavy spielen. Ich bin sehr gespannt, wie die Gefechte laufen, aber jetzt als allererstes werden wir einmal die Stats checken im Vergleich zum Beispiel zum M103, zum Conqueror und zum E75. So, jetzt sind wir einmal hier auf Tanks GG. Dort werden wir uns einmal hier den Concept 1B, den Conqueror, den E75 und den M103, wie gesagt, im Vergleich anschauen. Grundgelegen werde ich einfach mal relativ zügig durch die ganzen Werte durchgehen. Ihr könnt einfach das Video pausieren. Guckt euch das mal in ganz in aller Ruhe an. Ich mache es so ein bisschen größer für die Leute mit einer Brille. Zwinker, zwinker. Und ja, würde ich sagen, starten einfach mal durch. Concept 1B hat theoretisch gesehen mit einer der durchschnittlichsten DPMs im Vergleich zu den anderen. Nur der M103 ist dort eher dominanter mit 2500 im Vergleich zu 2200. Ganz wichtig, alle Werte sind mit AP berechnet, mit den Basiswerten, ohne Module, ohne eine krasse Crew, sondern einfach nur Basiswerte, von denen wir dann anfangen können zu vergleichen. Penetrationstechnisch ist die Penetration auch komplett im Mittelfeld. DPM-Penetration absolut solide. Damage macht das Ding 400, auch absolut 9er typisch, wie andere Fahrzeuge, Conqueror oder der M103. Rate of Fire sehen wir hier, ist schon mal auf Platz 2 gerankt, der 4 Fahrzeuge, schneller als der E75 und schneller als der Conqueror, aber der M103 ist natürlich dort gebufft worden und hat nochmal eine ganz andere DPM. Reload Time ist in diesem Sinne auf Platz 2, wenn wir schon die Rate of Fire auf 2 haben, muss der Reload auch auf 2 sein. Dementsprechend M103 der einzige, der wirklich schneller ist. Kommen wir mal zum Gun Handling. Was dort interessant ist, ist natürlich die Aim Time. Und die Aim Time wurde ja relativ in dem Video, was wir uns heute Morgen angeschaut haben, zusammen als sehr gut betitelt. Mit verschiedenen Modulen werden wir es wahrscheinlich heute rausfinden. Ja, wird es auch so sein. Aber effektiv gesehen und objektiv betrachtet ist die Aim Time auch gerade so Platz 2, Platz 3. Absolut im Mittelfeld nicht besonders herausragend. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Dispersion, die Streuung sozusagen, ist somit sogar auf dem schlechtesten Platz, auf Platz 4. Heißt also, wir werden relativ lange brauchen, um einzuaimen und können nicht so viel snapshotten, wie wir das gerne wollen würden. Gehen wir weiter am Thema Gun Depression und Elevation. Jetzt hatte ich einen kleinen Hänger. Huch. Einmal die Elevation von 20, das ist absolut top, also ihr bekommt 20 Grad, die Kanone nach oben, die anderen Fahrzeuge nur 15. Depression ist auch sehr, sehr gut, der Conqueror hat 10 Grad und auch der Concept 1B hat ebenfalls 10 Grad. Das sind so beiden die Spitzenreiter hier. Wir gehen noch ein bisschen weiter zur Geschwindigkeit, Mobility und da ist natürlich ganz klar Platz 1 der Concept 1B mit einer Geschwindigkeit vorwärts von 45 und Geschwindigkeit rückwärts von 18 km/h. Engine Power dem Sinne auch mit auf Top 1 und das Leistungsgewicht ist natürlich halt einfach optimal mit 20, ja, ich lese es einfach vor, 20,64 im Vergleich zu den anderen, die teilweise sogar beim E75 nur unter 10 liegen dort. Was noch ganz nice und hier sehen wir hier Tank Reverse, verschiedene, ja, sag ich mal, Resistance auf den Bereichen sind doch nur mittelmäßig, also allgemein der Panzer sehr, sehr schnell oder kann sehr schnell werden, aber auf unebenen Gebieten wird er viel an Geschwindigkeit verlieren. Gehen wir nun zur Panzerung und dort sehen wir, dass besonders die Seitenpanzerung hier heraussticht im Vergleich zum Conqueror oder dem M103. Das sind die einzigen Fahrzeuge, die wirklich ganz schlecht abschneiden. Wie auch im Video heute Morgen schon gesehen, der E75 dort mit dem Concept 1B eine super starke Seitenpanzerung, einfach um sich gut anzuwinkeln. Ja, was haben wir noch? Einmal natürlich das Lebenspunkte. Die sind am ja, schlechtesten von den 4, unterscheiden sich zwischen 50 und 150 Punkten hier. Der Conqueror und der E75 haben dort die meisten. Kommen wir eigentlich auch schon zum Live-Gameplay. Das war kurz einmal so der Faktencheck. Concept, Conqueror, E75, M103, fix und schnell im Überblick.
So, und ich würde sagen, ich schnack gar nicht lang. Wir starten direkt rein mit dem Konzept 1b. Ich habe das Tank Medium-like ausgerüstet. Verbrauchsgüter ganz normal Standard drin. Einmal das Medikit, die Reparaturbox oder Reparatur-Kit, Ersatzteilkiste und natürlich den, die Kiste Cola für 10% extra. Die Crew, wie gesagt, vom T110E5 und allgemein haben wir das Ding als Medium. Erste Runde, kann ich natürlich beweisen, Statistiken, bin noch nicht eine Runde mit dem Fahrzeug gefahren und freue mich jetzt umso mehr, das Ding mal im Random zu erproben. Ich hoffe, flankieren, Seitenwechseln wird damit easy möglich sein. Generell muss man natürlich sagen, ist ein absoluter Vorteil, die Seitenpanzerung, die kloppt richtig krass rein. Wir haben es im Video auch schon gesehen, wir stellen uns schön links, rechts hin und die bouncen ohne Ende, weil wir dort einfach so super anwinkeln können. Und hier ist das gute Stück, der Konzept 1b. Ich finde auch, ich habe eine ganz geile Tarnung drauf gemacht, so sieht es in Game aus. Finde ich sehr fresh, hier mit so einer geilen Tarnung. Doch, sieht schon extrem sexy aus. 6 Sekunden starten wir rein. Wir sind auf der Karte Enzke unterwegs und ich möchte das Ding so ein bisschen Medium-like spielen. Wichtig zu sehen, wichtig zu wissen hier natürlich ganz klar, es gibt keine Artillerie. Wir haben zwei Lights im Game, das heißt, ich werde mich erstmal Richtung A0 hier oben diese Linie lang bewegen. Ich möchte das Ding ja als Flankierer, als Medium die Runde spielen. Als Heavy Tank wäre ich natürlich logischerweise in die Stadt gefahren. Ja, allgemein ist schon mal sehr, sehr wendig hier, also das merkt man auf jeden Fall. Nicht so schwerfällig, sondern echt ein super schöner Medium. Also Heavy, den man als Medium spielen kann, so muss man es natürlich sagen. Und das ist natürlich unter anderem eine Belohnung von den Ranked Battles. Viele fragen sich vielleicht, ja, Algo-Mensch, alles cool und schön, aber wie bekomme ich den Panzer? Das ist ein Stufe 9er und dieses Fahrzeug bekomme ich durch unter anderem die Ranked Battles. So, dadurch, dass wir hier als Medium sind, haben wir natürlich auch Turmpanzerung. Die haben wir uns natürlich auch schon angeguckt im Video heute Morgen. Und deswegen breche ich erstmal hier nach vorne, prüfe, was spotte ich hier. Kann ich überhaupt was spotten? Ja, aber den Progetto, aim Rohr ein. Den HWK haben wir noch hier irgendwo. Und hier ist natürlich ein absolut gefundenes Fressen hier für unseren Konzept 1B, der komplett, liebe Freunde, aber wirklich auch komplett hier die Mediums abfarmt, ohne, dass sie überhaupt irgendwas gegen mich machen können. Weil ich einfach so gut gepanzert bin und bis jetzt ist das Panzerding ein absolutes Biest. APCR muss man natürlich auch ganz klar mal sagen, mit 1478 Metern, auch super schnell unterwegs, macht einfach auch mega Spaß damit zu schießen, flutscht super flüssig hier einmal durch unsere ja, Finger praktisch schon. Jetzt kommt hier die Lorraine, wir aimen Rohr ein, ne, sie kosten nicht, gut. Aber ich werde jetzt auch mit vorpushen, einfach hier um so ein bisschen die... Hier, da ist der zweite, ne, jetzt muss ich leider abbrechen. Gut, wenn wir die natürlich jetzt irgendwie wegkriegen hier hinten. Und wieder einen dabei, jawohl. Progetto One-Shot mit 247. Ich denke, da können wir vielleicht sogar einen Blindshot grob hinmachen. 0 zu 3 der aktuelle Stand. Die Stadt verliert so ein bisschen, werden flankiert. Wir haben die 6er Linie verloren. Aber aktuell halte ich noch relativ souverän hier das Feld. Okay, ich glaube, ich werde mich Richtung ES2 mal kurz begeben. Oder erstmal Schuss auf den HWK machen. Hätte ich wahrscheinlich snapshotten sollen. Aber HWK und Lorraine, die müssen natürlich erstmal jetzt hier abgefrühstückt werden. Denn diese zwei Panzer geben einfach unseren 8ern, unseren 9ern hier zu viel Crossfire. Deswegen verziehe ich mich mal schnell. Helfe dort, versuche die rauszunehmen. Um dort dann weiterzugehen auf dem Feld. 1 zu 6. Hm, sieht nicht so geil aus. Aber wir schauen, was möglich ist. Und ich denke, mit diesem Panzer ist sehr, sehr viel möglich. So, ein bisschen wieder anwinkeln. Und jetzt werden wir einfach mal den Sidescrapen hier. Und stellen einfach fest, es funktioniert. So wie du beschrieben, wir fahren raus und die Gegner bouncen erstmal an uns. Oh, das ist schon absolut geil. Als Medium-Panzer so eine Panzerung, also als Heavy-Tank und doch so flexibel zu sein und doch, ja, eigentlich ein Medium zu sein, der ein Heavy ist und eine Heavy-Panzerung hat, schmeckt einfach unglaublich.
Jawohl, 3:8. Hier ist die Lorraine. Jetzt mache ich Folgendes. Ich verziehe mich jetzt wieder aufs Feld. Wir sehen nämlich, hier kommt der ganze Trott hier lang. Nur ein Aim. Zeit lassen. Blick. Mitnehmen. Ersten Kill die Runde gemacht. Und ich ziehe mich jetzt oben auf A0 rein. Um noch so viel wie es geht mitzunehmen. 3900 Damage. Und ich würde sagen, wir haben auf keinen Fall schlecht gespielt. Team war leider nicht so die erste Sahne. Aber dann ist halt eben so. Ich meine, das ist halt ganz normal World of Tanks. Und wir wollen hier auch einfach ungeschönte Runden. Meiner Meinung nach nichts irgendwie zusammengeschnitten und 100 Mal probiert. Sondern ich habe jetzt einfach gesagt, Mensch, ich nehme First Try auf. Wir gucken einfach, wie die Runden laufen. Und der Panzer soll ja auch effektiv so vorgestellt werden, wie er auch natürlich ist. So, einnehmen lassen. Klick, nehmen wir den noch mit. So, ziehen wir uns noch ein bisschen weiter raus. So, sind bei 4.500 Schaden, 7:3 der Stand. Bisschen anwinkeln, hatten wir auch schon gesprochen. Oh, und den nehmen wir natürlich auch sehr, sehr gerne ins, in den vorderen Bereich rein, weil der weiß nicht, wie er mich pennt. Ich hoffe ich doch. Oh, mit HE macht er zwar immer so ein bisschen Schaden, aber. Jetzt nehmen wir die Lorraine mit. Oh, der T30 nimmt mich, schade, aber. Potenzial haben wir erkannt. Als Medium unglaublich geil, das Ding. Also, wenn man ihn als Medium spielt, schnell, wendig, durch die Module, die wir eingebaut haben, absolut toll mit Gun Handling, auch mit Geschwindigkeit, schnelle Rotation hier in die Rotation. Ganz wichtig auch hier zu sehen, an dem Gameplay war jetzt gerade so ein bisschen, oder wie kann ich versuchen, umso mehr Schaden aus einer Runde rauszuholen, war ganz klar, ich habe versucht, einfach so lange wie es geht, am Leben zu bleiben. Jawohl, nehmen wir alles mit, finde ich ganz toll, super. 5700 Schaden, 17, 16, 15, lässt sich auch sehen. Insgesamt über 100.000 plus. Gut, wir haben im Clan auch noch einen Credit Buff an und lag leider nicht ganz so an mir. Sonst hätte ich versucht, gerne bei mir noch was zu bessern. Wellblade an den 50 TP. Und jetzt, liebe Freunde, baue ich mal ganz schnell den Konzept 1B um in den Heavy. Und dann schauen wir mal, wie er sich als Heavy schlägt. Bis jetzt absoluter Daumen nach oben für die Medium. Ob er OP ist oder nicht. Ich denke schon, wenn man den so spielt, ganz, 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 ganz brutale Nummer als Medium. Boah, der dominiert jede Heavy, also jede Medium-Linie mit der Gun Impression, mit der Panzerung. Absolut genial. Auch die Genauigkeit fand ich absolut gut. Natürlich durch die Module mit eingepflegt. So, ich habe jetzt einmal geändert hier. Ich habe auf dem ersten Slot die verbesserte Härtung drin. Auf dem zweiten Slot den vertikalen Stabilisator. Und auf dem dritten den Ansetzer. Fahre das Ganze noch ohne hier die Extra-Direktive, weil ich denke, viele von euch werden es auch nicht machen. Deswegen starten wir jetzt einfach mal so durch mit eher einem Heavy-Lineup. Und ich bin auch gespannt, wo ich jetzt landen werde. Startkarte wäre natürlich super geil. Schön brawlen. 9er, 8er, 10er, alles in Ordnung. Wenig Artis sind natürlich jetzt perfekt. Bin gespannt, wie sich das Fahrzeug jetzt einmal so ein bisschen verhält. Wir sind 9er Game, eine Arti, 2 Lights, würde ich sagen. Nehmen wir doch so 3 Lights. Ja, den Ru, den habe ich übersehen. Nehmen wir so mit, bin ich bis jetzt super, super, ein schönes Matchup. Ich werde mich in Richtung 1A2-Linie begeben. Warum? Erstens Schnelligkeit, zweitens Gun Impression und drittens natürlich die Turmpanzerung. Denn dieses Gefährt, meine lieben Freunde, ist von vorne schwer penetrierbar. Bis gar nicht, außer man trifft hier oben diese Kommando-Hedge. Diese hier. Seitlich ganz einfach zu sehen. Wenn ihr so ein bisschen Sidescript, Tipp von mir, seht ihr den, haut dem hier rein. Ja? Er Sidescript so ein bisschen, das ist der Weak Spot, genau dort könnt ihr ihn auch penetrieren, wenn er Sidescrapen tut, wie auch immer. Ja, jetzt fahren wir rechts rüber, allgemein ein Tickchen vielleicht langsamer so im Antritt. Klar, das ist halt eben das Modul, das diese Fähigkeit ausmacht, so ein bisschen schneller zu sein. Es sieht abgespaced aus, ich habe sogar im Video heute Morgen gesagt, er sieht so ein bisschen hässlich aus, aber actually, ich finde ihn ganz nett. Ist immer was Neues. Ist mal auf jeden Fall was Neues. So, ich muss euch rund drauf achten auf den T30. Der kann wirklich auch böse Aura machen. Ich bin gespannt, wie das Thema Panzerung auch auf einer Heavy-Front, also auf Medium war es natürlich perfekt, aber wie das hier im Bereich der Heavies einmal ist. So ein M103 haben wir gesehen, ist eigentlich auch ein super, super starker Panzer. Könnt ihr mir sehr gut vorstellen, außer dass er AFK ist, gerade in der Base, dass er wirklich extrem, ich würde mal sagen, uns entgegenkommen kann und vor allen Dingen auch wirklich wehtun kann mit seiner DPM. Wenn er AFK ist, na gut, wird er das leider nicht tun können. Oder zum Glück nicht tun können. Wir haben einmal die Mitte. Und ich will jetzt einfach was probieren.
möchte aggressiv fahren. Wir haben einen HP-Booster drin. Robustheit haben wir dabei. Knapp 2000 Strukturpunkte. Jetzt, da bin ich schon. Super. Ein bisschen anwinkeln. Ja, mein Lieber, da bauen sie nämlich. Wenn jetzt hier irgendwo T69 aufgeht. Da ist er. Durch jetzt so ein bisschen. Ah, schade. Hab so ein bisschen die Umgebung abgesucht nach möglichen Schusskanälen zu dem Fahrzeug. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oder steht wieder hier. Oder stand zumindest wieder dort. Und sie bouncen. Das ist schon mal geil. So ein mobiler Heavy, der so viel bounced, es schmeckt halt schon unglaublich. Er kommt zurück, T69. Jawohl, da ist der Blindkill. Nehmen wir natürlich auch mit, dankend an. Oh, jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr Challenge. Und wir sehen einfach, das Ding bounced wirklich fucking viel. Holy moly. Absolut geiles Ding bis jetzt. Ah, wisst ihr was? Ich fahre nach vorne. Ich will mal was riskieren. Ich will mal wirklich riskieren, das Ding in eine Extremsituation reinschmeißen. Und auch so ein bisschen die Grenzen des Fahrzeugs kennenlernen. Wo sind die Grenzen? So, was macht der Kollege jetzt hier? Der fährt wieder zurück. Das war natürlich nicht ganz so klug. Gut, mit Heat unter Wanne ist klar, ist eigentlich immer ein Safe Pen. Strukturpunkt haben wir schon ein bisschen jetzt was verloren. Aua, 380 tut weh. Müssen ein bisschen zurückziehen. Und den 50 TP auf jeden Fall mal ein bisschen mehr agieren lassen hier. Aber ich habe einfach nur Angst vor Bruder, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn er wieder so piekt hier, ist das alles andere als schön. Der Löwe macht ja auch so ein bisschen Faxen. Ja. Das war nicht ganz so nötig, die 420 vom Udes. War eigentlich klar, dass er pieken wird. Generell sind wir bei knapp 3000 Schaden. Ich denke, da können wir auf jeden Fall nochmal einen Tausender drauflegen. Wenn der Udes ausgeht. Das ist halt so mit eins der wichtigsten Sachen. Wenn der Udes nicht rausgeht, der wird uns beide hier ziemlich gut abfarmen können. Jetzt ziehe ich nach vorne. Dann mit dem 50p, wir nehmen ihn zusammen raus. Oder ich alleine, wie auch immer. 3600 mittlerweile. Udes noch am Leben. Ja, wo haben wir den Udes? Ist anscheinend nicht. Anwinkeln, gucken. Oh gut, Skoda zieht einfach rein. Juckt ihn auch nicht so wirklich. Warte nochmal, bis er wieder geschossen hat. Ja, oder so. Jetzt sind wir bei 3600, aber der Block, damit stehen möchte ich einmal highlighten. 2700 Schaden haben wir die Runde gemacht. Wir sind super aggressiv gefahren, wir haben es seitlich gesehen. Die Leute wissen natürlich auch teilweise eben nicht, wo sie hinschießen müssen. Ist ein Vorteil, jetzt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt. Aber so der erste Eindruck von diesem Gerät, absolut krass. Also wirklich, was da Wargaming so ein bisschen reingeschmissen hat, ganz, ganz wilde Nummer. Fährt sich super smooth, macht richtig, richtig Spaß mit dem Ding zu fahren, zu agieren. Super auch genau, ich habe eine gute Crew vom T10D5, die habe ich dort reingeschmissen und bin allgemein unglaublich positiv überrascht über dieses Fahrzeug, ist vielleicht sogar schon zu stark und das muss man leider ehrlich sagen, wenn ich hier nur 7er, 8er, 9er vor mir habe, dann ist das Ding einfach verdammt brachial und holzt hier ohne Ende die Leute weg und die haben keine Chance, die können nichts machen, die sind teilweise echt machtlos, wenn hier so ein Konzept 1B um die Ecke kommt und reinrasiert. Oh, jetzt könnte ich natürlich auch tot sein.
Sehr schön. So, er hat 4 Schossen. Heißt für mich einmal Vollgas. 4. Kill mitnehmen. Und Gas geben. Weil ja schön ist, wie gesagt, diese vordere Wendigkeit, dass wir einfach links und rechts so die Wanne drehen können, um den Winkel dementsprechend die Panzerung zu hören. Haben wir auch im Video gesehen. Also macht schon echt Spaß. Wow, wie der Löwe auch immer hier versinken kann. Der muss schon echter Spezial, ja, Minentaucher sein, so gefühlt, um das zu schaffen. Du. Eieiei. So, der droppt runter. Wie gesagt, und jetzt auch durch die geile Gun Depression von oben wird das überhaupt kein Problem für mich sehr, werden, den Udes hier einmal rauszunehmen. Einen Schuss möchte ich genau machen. Zack, dann machen wir die 4000 voll die Runde. Oh, er kommt weg, das heißt, ich gehe ihn noch jagen. 78 HP left, EBR 90 wird aber, denke ich mal, sehr viel schneller sein als ich. Ich meine jetzt hier über Stock und Stein, um irgendwie schneller den Udes zu bekommen. Nö. Doch, da ist er. Und der EBR nimmt ihn. Klick. GG's, das war eine relativ, ja, leckere Runde. Wir haben sogar 7,5 Minuten gespielt in der Runde. Allgemein top. 4000 Schaden, 2700 blockt. Insgesamt 4 Kills gemacht. Wir waren zwar Top-Tier, ja, aber sind nicht rumgegammelt, sind aggressiv an die erste Linie gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell muss ich sagen, macht mir das Medium-Lineup mehr Spaß, mehr Mobilitätsmöglichkeiten, noch höhere Dominanz. Genauigkeit ist noch ein bisschen besser. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, für dieses Fahrzeug beides mal Daumen hoch. Absolute Empfehlung. Wer die Chance hat, sich das zu erspielen, unbedingt machen. Aber es wird natürlich auch wieder durch die Rank-Battles natürlich so werden, dass meistens so die guten Spieler diese Fahrzeuge bekommen werden. Ich verstehe da die Kritik von ganz vielen dabei. Lasst gerne Kritik da, aber denkt immer dran, ich kann sowas nicht entscheiden. Ich stelle euch nur das Fahrzeug vor, versuche das bestmöglich zu machen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, Like da lassen und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, Kakao.